82.070 Euro. Und das Ganze werden wir gleich mal sehen. Es ist ein LMC der Superlative. Es ist wirklich von außen, denkt man, naja, ganz normales Reisemobil, könnte ja dies und das oder jene andere Marke sein. Die Details sind aber deutlich anders. Und das werden wir uns gleich mal anschauen, wie wir drin sind. Große Heckgarage mit Standardmaßen, zwei E-Bikes können locker rein. Ah, das interessiert uns jetzt gar nicht. Mich interessiert vielmehr 7 Meter Gesamtlänge. Was hat man draus gemacht? Man hat ein großes Hubbett reingemacht. Und das kann man hier sehr schön sehen. Man hat also längs Einzelbetten plus ein Hubbett. Und was mich natürlich ganz besonders interessiert ist, wie viel Stehhöhe habe ich noch in so einem Fahrzeug? Eine Hartal-Aufbautür, Thule Omnistor ist mit dabei, Satellitenanlage auf dem Dach, ganze Fahrzeug steht auf Gas. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt über diesen Grundriss. Nettes Detail, hier ist die LED-Beleuchtung komplett eingelassen in die Markise, in die Thule Omnistor mit drin. Und das ist die Hartal-Tür. Sie ist schmal, also für kräftige Personen deutlich ungeeignet. Aber was ich direkt merke, ist das ein Hammer. Hier oben drüber ist das Hubbett. Und das ist natürlich dieser kleine Hubbel, der oben drauf ist, der auch dezent ist, nicht so schlimm wirkt, muss man sagen. Der sorgt dafür, dass ich ein Hubbett habe, was ich überhaupt nicht sehe und auch von der Stehhöhe her überhaupt nicht beeinflusst bin. Und ich denke mal, dass der Grundriss ansonsten gleich ist mit dem Schwestermodell ohne Hubbett. Und das ist natürlich sensationell. Ich habe keine Einbußen in der Stehhöhe, auch in der Optik nicht. Das heißt, ich merke das Hubbett überhaupt nicht. Den gleichen Fernseher mit eingebaut, die große Schublade hier direkt am Eingang. Da ist sie für Schuhe und Co. Und vier Ducato 8. In dem Fall nachgerüstet mit einem Zenix Soundsystem. Trotzdem das große Panoramafenster mit eingebaut und das elektrische Hubbett dann hier oben drüber. Wir können uns das Ganze ja mal anschauen gleich. Also hier Schaltgetriebe, diesmal keine Automatik mit eingebaut. Aber eine ordentliche Verdunklung hier drin von Remy an der Seite und an den Fenstern, sodass ich also wirklich in 0, nix hier auch verschließen kann. Mein Setup zu machen, wenn ich denn am Ort des Geschehens angekommen bin. Ja, immer mehr nutzen ja ein solches Wohnmobil, um damit geschäftliche Termine auch wahrzunehmen, statt Hotelzimmer, und kaufen das Ganze auch gewerblich. Was mir gerade aufgefallen ist, es gibt eine kleine Stufe, die ist hier mit drin. Drunter ist ein Schuhfach, das kann ich euch mal zeigen. Es ist vom Grundriss her doch alles ein bisschen anders gemacht als bei vielen anderen Fahrzeugen. Fängt an mit diesen wirklich tollen Polstern, die hier mit drin sind. Also mit so einem Mikrofaser in der Mitte, Stoff. Aber auch mit der ganzen Verarbeitung. Man hat also das Gefühl, wenn man das hier anfasst, das ist jetzt nicht, das kannst du richtig dran ziehen, also das hält. Es ist, klappert auch nicht, es ist verklebt und verschraubt. Und die offene Blickachse auch hier komplett erhalten. Und wie man sieht, was ich total klasse finde, auch hier vorne, du siehst von dem Hubbett überhaupt nichts. Das Einzige, was man sieht hier oben, ist, also da ist der Rausfallschutz mit drin. Die Maße hier ca. 1,20 Meter mal die komplette Fahrzeugbreite, ca. 2 Meter Breite hier oben drin. Und da ist das Hubbett mit eingebaut. Sensationell. Ein 32 Zoll Fernseher. Der ist hier mit drin, auch der von der Funktionalität ziemlich easy zu bedienen, wird einfach runtergeklappt, geht sogar mit einer Hand, wie man sieht, und die Lippert-Aufhängung hier ist mittlerweile so stark verbessert worden, dass man also hier nicht mehr groß irgendwie rumspielen muss, man nimmt sie, zieht sie zurück, drückt sie rein, das war's und das Ganze hält. Also 32 Zoll, kompakt, die Küche, die Blickachse, all das habe ich im Schwestermodell schon geliebt, aber das Thema Hubbett ist natürlich richtig toll, wenn ich sage, okay, ich bin auch alleinreisend und nutze das obere Bett als Schlafgemöglichkeit und habe hier hinten, ich sag mal, eine kleine Spielwiese mit drin. Oder ich habe Kinder mit dabei, die, oder ich habe jemand, der, wie gesagt, getrennt schlafen möchte, wobei das hier ein bisschen schwierig wird, denn das Ganze
Fahrzeug ist komplett offen gestaltet. Das heißt also, ich habe hier keine Tür, die ich zumachen kann. Es ist ein Riesengrundriss, bei dem ich die maximale Freiheit hier auch drin habe. Auch hier wieder 1,98 Meter mal 80 cm auf der Seite und ca. 1,88 Meter rund 8 bis 10 cm weniger auf der Seite. Und in der Mitte gibt es Ausgleichspolster, dass ich das Ganze auch noch zumachen kann zu einer Liegewiese. Ein riesen Staufach hier drin auf der Seite. Hier ist zu und dann hast du hier noch Kleiderschränke unter den Schränken mit drin, unter den Betten mit Stange jeweils und jeweils natürlich eine Heizung, einen Heizungsauslass, dass auch ja nichts hier irgendwie feucht wird. Und auch hier hast du nochmal eine Kleiderschranke mit drin. Also wirklich viel Platz. Ich setze mich mal hin. Flächenvorhänge auf der Seite. Die ganzen Schränke sind durchgehend von vorne bis hinten. Das ist auch ein nettes Detail. Auch hier ist vom Hubbett nichts zu sehen. Also von der Optik her unglaublich toll gemacht. Da ist dann die Toilette. Das ist das Einzige, was den Raum hier auf der Seite ein bisschen verengt. Aber damit kann ich leben. Und die Küche. Die Küche mit einem Dreiflammen-Kochfeld von Tedford. Der Spüle, wo übrigens die Abdeckung problemlos in diese Schranktür auch integriert werden kann. Also hier drin, da unten an der Halterung, da kommt die Abdeckung rein. Die Hähne waren auch in dem Schrank drin, die Absperrhähne fürs Gas. Und jede Menge Platz dann auch noch für Extras. So. Auch ordentliche Auszüge. Kleiderschrank hier nochmal drin. Und eine Dusche mit richtigem Stehrost. Das ist hier unten drin. Das ist schon hier mit dabei. Und eine Kassettentoilette sowie einem süßen kleinen Waschtisch. Und jede Menge Schränke. Auch die kann ich alle öffnen, wo ich dann meine Toilettenutensilien reinmachen kann mit drei Lampen, die mit eingebaut sind. Also LMC wirklich hier von der Verarbeitungsqualität her herausragend. Gefällt mir ausgesprochen gut, die Fahrzeuge. Und das muss man eigentlich selber testen. Man kann auch gerne mal in die Foren reingehen. Also ganz unauffällige Fahrzeuge im Service. Und vom Design her, ich glaube, es ist nicht so das massive Außendesign, was hier jetzt auffällt. Die Details liegen im Inneren. Also das hier ist jetzt unter dem Hubbett. Hier habe ich nochmal den jeweils Klappen mit drin. Und dann wirklich dieses große, riesige Hubbett, das üblicherweise dann elektrisch dann auch runtergefahren wird. Ja, sensationell. LMC. Wir filmen heute am 20. September 2022 im Freistaat. Und das sind die technischen Daten. Gesamtlänge 7 Meter, genauso wie das Schwestermodell, 2,32 Breite. Die Höhe 2,87 Meter, also sehr, sehr flach das Fahrzeug im Vergleich zu den meisten Linern. Und auch schon recht gut ausgestattet hier, 82.070 Euro mit GFK Außenhaut. Ich denke, ein Fahrzeug, das man sich auf jeden Fall näher ansehen sollte. Eins werden wir euch noch zeigen jetzt in der Reihe der Cruiser von LMC. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind im Freistaat, das liegt zwischen Augsburg und München. So eine Art Riesenausstellung von fünf Händlern. Muss ich nochmal durchzählen. Ich glaube, es sind fünf. Und die zeigen wirklich eine Riesenpalette an Fahrzeugen, die es in Deutschland gibt. Mittlerweile auch gerade Abverkaufszeit. Das heißt also, viele Vorführmodelle werden gerade abverkauft. Es lohnt sich auch mal hier vorbeizugehen. Danke fürs Einschalten. Tschüss.